Hallo Leute und willkommen wieder auf dem YouTube-Kanal von Der Kiosk. Freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und Leute, wir müssen mal wirklich über eins unserer vergangenen Videos reden. Und zwar geht es um das Video mit Patty, was wir vor circa einer Woche hochgeladen haben, wo wir einige Preise verglichen haben, wo wir unsere Waren für den Kiosk beziehen wollen und so weiter und so fort. Und viele von euch haben natürlich zu Recht in die Kommentare geschrieben, Leute, bezieht eure Waren von Großhändlern. Wieso kauft ihr eure Waren bei Amazon? Warum bei eBay? Und dazu möchte ich einmal ganz kurz ausholen, bevor ich mit dem eigentlichen Thema des Videos beginne. Natürlich ist es klar, dass wir unsere Waren zum Großteil von Großhändlern beziehen. Was wir mit dem Video aber natürlich auch rüberbringen wollten, ist die Tatsache, dass wir natürlich auch nicht mit Scheuklappen durch die Gegend rennen und natürlich auch mal bei den Einzelhändlern vorbeischauen sollten, ob da nicht auch mal ein gutes Angebot ist. Denn auch wenn du den besten Großhändler auf der Welt hast, es kann immer sein, dass auch mal ein Amazon-Händler oder auch mal ein Kaufland einen Preis exorbitant unterbietet. Nun aber genug mit der Rechtfertigung. Einen guten Tipp hattet ihr nämlich in der Tat und an den habe ich selbst gar nicht gedacht. Und zwar haben viele Leute von euch in die Kommentare geschrieben, hey, wieso geht ihr denn nicht in die Metro? Man kann doch da den Preis verhandeln. Und Leute, ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe ganz viele Gewerbetreibende in meinem Bekanntenkreis gefragt, die wussten das alle nicht. Und umso mehr ihr diese Kommentare geschrieben habt, umso mehr dachte ich mir, dem kann man doch mal eine Chance geben. Also Leute, ich fasse mich kurz. Wir haben es gerade circa um 9 Uhr früh und um 10 Uhr habe ich einen Termin in der Metro und da sprechen wir genau über dieses Thema und ich bin sehr gespannt, was dabei heute rauskommt. Natürlich kann ich euch nicht mit in die Verhandlung reinnehmen, aber ich werde euch auf jeden Fall sagen, was am Ende des Tages dabei rausgekommen ist. Also, wir sehen uns gleich. So Leute, ich hatte jetzt eine Stunde lang Meeting in der Metro und ich muss wirklich sagen, ich habe glaube ich den besten Ansprechpartner der Welt dort gehabt. Also den würde ich direkt glaube ich am Sonntag zum Kaffee und Kuchen zu mir einladen. Und wir haben uns jetzt einmal über den Kiosk unterhalten, er hat sich auch mal den YouTube-Kanal angeguckt, fand er auch total super. Und dann ist genau das passiert, was ich natürlich erhofft habe und was auch viele in den Kommentaren vorhergesehen haben. Man konnte definitiv über die Preise reden bei der Metro. Also das heißt, jeder Gastrobetrieb, der hier zuschaut und das einfach nicht wusste, sprecht doch einfach mal vor Ort mit eurer Metro. Da kann man definitiv was am Preis drehen. Und ja, hätte ich wirklich nie gedacht. Natürlich sind die Preise jetzt besser als zuvor, aber man muss das Ganze natürlich trotzdem durchkalkulieren, ob das Ganze am Ende des Tages aufgeht, weil geschenkt ist ja am Ende des Tages nichts. Und dann schauen wir mal, ob die Metro jetzt unsere regelmäßige Bezugsquelle für unsere Kioskartikel werden wird. So Leute, neuer Tag, wir sind hier wieder vorm Kiosk und diesmal aber nicht alleine, sondern mit Marvin, hallo. Wir haben uns nämlich hier verabredet, um jetzt wirklich den letzten Schrott hier rauszukriegen. Und deswegen bist du auch hier. Schrott ist ein gutes Stichwort, da bin ich. Und heute wird getragen. Ich habe auch meinen feinsten Zwirn angezogen, damit ich mich richtig einsauen kann. Ich erwarte wirklich Großes. Ich erwarte, dass ich am Ende schweißtriefend wie so ein Bauarbeiter hier rausrenne. Es geht nämlich jetzt darum, den Lottotresen da rauszukriegen. Dieser Postwagen hier muss raus. Den Kühlschrank da, den holt sich, glaube ich, unser Bauarbeiter. Der hat ihn für 20 Euro abgekauft. Sehr cooler Deal. Und der ganze Müll hier muss noch weg. Also am Ende des Tages muss es so leer sein, dass die Bauarbeiter hier schön arbeiten können. Kriegen wir hin, ne? Na klar. Wir würden jetzt mal den ganzen Kleinkram hier an die Seite räumen, damit wir den Lotto-Tresen da drauf packen können, damit wir ihn wegschieben können. Richtig? Können wir vorbei den Schleppen, so einen Büffel. Würde ich mal so probieren, dann wird es funktionieren. Ich würde mal sagen, ich mache mal eine Tüte mit so Kleinkrams fertig, die wir später noch brauchen. Und den müssen wir halt später irgendwie mal sortieren oder leer räumen. Ist ja gar nicht so schlimm. Ich dachte, nö, ich versuche auch noch was drin ist. Nein, nö. 3, 2. Nee, das ist doch schlimm. Zeig mal die Tür, das kriegen wir da niemals raus. Stimmt, der ist nicht zu hoch. Jetzt kann man noch ein bisschen kippen. No. Welcher Idiot? Wirklich, welcher Idiot packt da oben was drauf? Ich hab, das kann nicht umschalten. Ja, aber ich kann ja nicht mehr rutschen. Welcher Idiot packt da was drauf, Mann? Übrigens, wir kommen ja mit dem Wagen dazu, glaube ich. Bei der Wagen zu wollen. Ja, warte mal, vielleicht können wir den ja mal machen. Wir hätten den aufstellen. Ist das mal? Das wird niemand passieren. Ah, einmal den Wagen fest. Oh, guckt euch das mal an. Guck mal, die sind sogar rollen, das Ding kann fahren. Ja, aber nur in eine Richtung. Ja, das ist echt ein bisschen zu kompliziert. So. Steht
drehen können. Und dann ist es noch ein bisschen zurück. Das Coole ist, ich habe mal als Nebenjob neben der Schule bei der Post gearbeitet und weiß, so bleibt er stehen. Ich hab ihn. Achso, jetzt bleibt er eh stehen. Schieb noch mal so ein bisschen. Genau, das machen wir so halb quer. Ich hab das schwere Teil hier gehabt. Was heulst du denn so? Ich stelle mir einen Zigarettenständer, ja? Genau, warum haben wir nicht hier im Flur den Kiosk auf? Zigaretten, Leute auf den Grund und die DHL-Station. Du machst den ganzen Boden kaputt. Der Schuh. Was hier noch nicht hier steht. Okay. So. Geht ja noch ein bisschen ran, nee, hier nicht. Schau. Was passiert denn damit? Kann man das sagen? Ja. Man kann ihn kaufen. Wer daran Interesse hat, einfach an unsere Kontakt-E-Mail-Adresse eine Mail schreiben. Mach doch, schreib doch mal bei der Kleinanzeige. Hab ich doch schon, will keiner haben. Ja, warum schreibst du mich denn so an? Ich hab dir nichts getan. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Au! Ah! Links! Wow! Guck mal, die Herrschaften könnten sind neidisch auf unseren Wagen, weil die würden auch gerne ihre Sachen damit transportieren. Okay, so, das Lotto-Schild, das gehört uns nicht. Das gehört dann gar nicht von Lotto. Da müssen wir irgendwie drauf aufpassen. Das müssen wir dann später auch wegbringen. Ja, dann lass uns doch jetzt mal was Handfestes nehmen, wenn ich das... Das war nicht handfest, oder was? Nee, das war riesig. Es ist der DHL-Boy. Und bei meinen Muskeln bin ich wohl eher der Hellboy. Guck dir mal das an, das ist auch so geil. Wir brauchen Internet in diesem Kiosk, was dann Aaron gemacht hat, die Telefonlose kaputt gemacht. Kein Moment. Ja. Da ist hier noch Geld drin. Ja, Geheimtrick ist ja mal unterm Fach. Nein. Scheiße. Okay, dann lass uns das jetzt mal rüberbringen, weil Aarons Vater kommt ja gleich, dass wir das zu BSR bringen. Richtig. Okay, dann. So ihr Lieben, das war ein neues Video vom Kiosk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben und schreibt gerne mal ja, eure Wünsche einfach mal in die Kommentare. Was wünscht ihr euch? Was für Produkte soll es hier im Kiosk geben? Was erwartet ihr euch? Was für Aktionen erwartet ihr? Und dann können wir uns das mal durchlesen und mal schon in die Planung einsteigen. Denn als nächstes wird ja hier alles schön gemacht. Und bis dahin, abonniert den Kanal, um den Fortschritt nicht zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.